Man ließ sie laufen und man hat ihnen auch erklärt, dass sie auf eigenen Füßen stehen müssen und dass sie einstehen müssen für das, was sie tun. Die Herausforderungen waren brutal. Ich habe nie während meines Studiums und wahrscheinlich überhaupt nie in meinem Leben so hart gearbeitet wie in diesem einen Jahr. Und dort, da wurde mir was abverlangt, aber da hat man mich auch gelobt dafür und ich bin also mit einem ganz, ganz großen Selbstbewusstsein zurückgekommen. Für mich vollkommen neu, dass wir so viel schreiben mussten. Und das war sicher die größte Herausforderung meines Aufenthaltes, wenn man das erste Mal im Leben ohne wirkliche Vorbereitung in Österreich und ich in englischer Sprache im Bereich Medien als Teaching Assistant für meinen Professor damals auch Unterrichtsstunden abhalten musste. Die amerikanische Wissenschaftskultur ist, glaube ich, weniger hierarchisch strukturiert, sondern hat eine mehr Breite auf individueller Basis, wo man persönlich eigentlich durch Einsatz viel erreichen kann. Der wichtigste kulturelle Unterschied ist für mich, dass in den USA Leistung das wichtigste Kriterium ist. Das heißt, unabhängig davon, woher die Studierenden kamen, von welchem kulturellen Hintergrund bzw. von welcher Nation. An der Brandeis University, auch an der Bucknell University, war es selbstverständlich, dass man mit den Professoren jederzeit sprechen konnte. Das war eine Art des Umgangs, die wir in Europa einfach nicht kannten. Einerseits eine ungeheure intellektuelle Neugierde, die vor Fragen nicht zurückschalte. Und das Zweite, dass man nicht so sehr das Gefühl hatte, indoktriniert zu werden mit bestimmten Meinungen, die man dann bei der Prüfung, genauso wie sie einem vorgetragen worden waren, wiedergeben musste. Dieses Gefühl, das ich in New York und auf der Universität hatte, dass hier wirklich Studenten von überall her, von allen Teilen dieser Welt zusammen studieren können, das ist eine derartig intensive Erfahrung, die ich hier zuvor in Österreich nicht gemacht habe und auch bis zum heutigen Tag hier nicht mache. Ich finde, das Besondere an den Fulbrightern ist, die sind auf der einen Seite sehr ausgezeichnet durch die Auswahl im Fulbright-Programm mitzutun. Auf der anderen Seite sind sie aus sehr unterschiedlichen Fachdisziplinen und das gibt eine Breite an Diskussionen, die man sonst im eigenen Fachgebiet oft nicht findet. Wir haben einen Ball der TU in der Hofburg und da laden wir seit einigen Jahren die US-Fulbrighter ein. Die machen vorher sogar Walzerkurse und kommen dann auf eigenen Tischen, wo sich die Fulbrighter treffen. Was für mich auch unheimlich schön war, dass ich nicht nur sehr viele Amerikaner kennengelernt habe, sondern als Fulbright Teaching Assistant auch unheimlich viele andere Fulbrighter. Ich bin der Meinung, dass wenn Sie Karriere in Österreich gemacht haben und viele von Ihnen haben eine blendende Karriere gemacht, dass das Fulbright-Stipendium nicht das allein Ausschlaggebende war, aber es war ein fulminanter Baustein auf Ihrem Weg. Ich glaube, man kann eigentlich sich selbst nur erkennen oder sein Land nur wirklich einschätzen, wenn man weg war. Die Fragen, die man zu beantworten hat über Österreich oder über Europa, zwingen einen, neu nachzudenken. Ich bin viel kritischer geworden gegenüber meinem eigenen Land. Das muss man auch genauso kurz sagen. Also die Rückkehr war der größere Schock als das Hinkommen, ja. Aber ich habe inzwischen herausgefunden, dass das keine individuelle Erfahrung war. Natürlich, wenn man zurückgekommen ist, hat man hier wieder stärkere Enge gespürt. Das kann nicht anders sein in einem kleinen Land und in einem Land, was damals eben noch besetzt, noch nicht voll souverän war. Im österreichischen Auswärtigen Dienst kann man ganz eindeutig die Leute erkennen, die längere Zeit in Amerika waren. So konnte ich am 1. Oktober 1987 und ich bin am 30. September nach Österreich zurückgekommen, im Büro für Auslandsbeziehungen an der Uni Graz zu arbeiten beginnen. Es war das erste Auslandsbüro einer österreichischen Universität und war der Beginn einer sehr spannenden Pionierphase in Österreich im Bereich der Internationalisierung. Ich habe Österreich, während ich sonst immer mit dem Kopf nur geeilt bin durch das Stadtbild,
habe ich überhaupt erst erkannt, wie schön auch Österreich ist. Und daher war das Fulbright-Programm ein Meilenstein in der Entwicklung des internationalen Austausches. Heute kann der Student wählen, ob er nach Amerika, nach China, nach Frankreich gehen will. Das war damals, war Amerika das Land, wo man hingehen wollte. Mit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab es dann den großen Boom der internationalen Stipendienprogramme. Mobilität ist inzwischen sicher zur Normalität geworden für österreichische Studierende. Everybody identified the Fulbright Commission with its offices at Schmidtgasse 14, the spacious 19th century building that housed American information, education, and cultural exchange programs in Austria after 1945, and the Fulbright program after 1950. In 2006, the Republic of Austria decided to restitute this building to distant heirs of its original Jewish owners. The US government vacated the premises, and the Fulbright Commission was exceptionally fortunate to find a new home in one of Vienna's premier cultural venues, das Museumsquartier, as part of a community of cultural organizations and initiatives called Quartier 21. Aus unserer Sicht passt Fulbright, das ja den wissenschaftlichen Austausch zwischen Österreich und den USA und kulturellen Austausch betreibt, also sehr, sehr gut herein in unser Quartier 21, wo wir einen internationalen Anspruch haben. Wir wollen also Internationalität hereinbringen. Und da empfiehlt sich oder hat sich Fulbright nahezu aufgedrängt als idealer Partner. Ich glaube, es sind hier Hunderte und Tausende Leute aus dem Programm hervorgegangen, die eine besondere Liebe zu Amerika entwickelt haben. Nicht unkritisch gegenüber Amerika, nicht sozusagen als Abgesandter oder Propagandisten dieser oder jener inneren oder außenpolitischen amerikanischen Linie. Ich finde gerade, was man besonders liebt, schaut man auch sehr kritisch an und nimmt das einen großen Anteil. Grundsätzlich überzeugt von wenn ich sage, das ist ein großes Wort, der Gemeinsamkeit der Werte. Ich denke, dass das Programm immer noch, und das war ja die ursprüngliche Intention, einen wichtigen Beitrag zu binationalem Verständnis und sich einbetten in einer immer internationaler und globalisierender Welt wird und sehr wohl einen Beitrag auch zu friedensstiftenden Maßnahmen leistet. And as Voltaire said, the only possibility of making this world better is education. My family and I arrived in Austria just a little over 3 months ago, about 3 months ago. Certainly living abroad for us is changing our perspective on things and giving us a whole new perspective. So to all the exchange students here, let me add that I hope you make the most of the terrific educational opportunity that has been provided to you by the Fulbright program.